Das, was wir jetzt erleben, ist, dass sich die Prozesse beschleunigen. Aus den Erfordernissen, die sich neu stellen durch die Globalisierung, dass Krankheitserreger wirklich sehr schnell um die Welt reisen, ergibt sich auch, dass man schneller zum Beispiel Impfstoffe herstellen muss. Können wir Bakterien als Langzeitspeicher für digitale Informationen nutzen? Was zeichnet Krebs aus gegenüber normalen Zellen? Wie kann man Epidemien bekämpfen? Und die Frage ist, wie bereitet man sich auf sowas vor? Also ich möchte, dass die Leute sich selbstkritisch sehen und dass sie den Patienten immer im Fokus haben, dass der Patient immer für sie das Zentrum ist. Wir wollen verstehen und Erkenntnis schaffen und danach besser behandeln. Wir wollen Forschung machen, die dazu führt, dass ein besseres Verständnis über die Aufarbeitung von Vergangenheit im Raum ist, damit andere das verwenden können, um das praktisch zu machen. Universitäten haben die Aufgabe, junge Menschen dazu zu motivieren, Fragen zu stellen, kritisch zu sein, zu lernen, wie man sich Wissen aneignet, Verbindungen herstellt und kreativ zu sein. Und das funktioniert nur, wenn Universitäten sowohl starke Lehr- als auch starke Forschungsstandorte sind.